Sommerzeit bedeutet Urlaubszeit. Und da lauern natürlich, wie Sie sich schon vorstellen können, gerade an Bahnhöfen, an Flughäfen, in dicht besiedelten Städten ganz, ganz viele Betrüger und Diebe. Und die werden immer raffinierter, denn wo man damals vielleicht 100 Euro oder 100 Mark in der Tasche hatte und wusste, wenn nur noch 50 da sind, dass entweder die Dame ordentlich geshoppt hat oder aber man bestohlen wurde, wird das Ganze heutzutage immer einfallsreicher. Und da möchten wir Sie schützen mit passenden Produkten. Ja, und Sie haben es gerade gesehen, die Taschendiebstähle, die nehmen zu. Überall an öffentlichen Plätzen sind die Warnungen. Es wird heutzutage auch durchgesagt. Aber um diese Taschendiebe geht es gar nicht. Da kann man sich schützen mit einem Brustbeutel oder Ähnlichem. Es geht um die modernen, um die elektronischen Taschendiebe. Und wir kennen alle Scheckkarten in diesem Format. Das ist jetzt natürlich eine neutrale Karte. Und das Neueste ist dann natürlich Near Field Control. Das heißt, ich kann mit der Karte bezahlen, ohne das Lesegerät zu berühren. Sie kennen das vielleicht vom Supermarkt, wenn Sie mit Karte bezahlen, einfach in die Nähe kommen und schon sind Ihre Daten ausgeliehen und ausgelesen und Sie haben bezahlt. Ist sehr, sehr bequem, aber das genau machen sich diese Diebe zu nutzen. Und wir möchten Ihnen zeigen in dieser Sendung, wie man sich dagegen schützen kann. Zum Beispiel mit einer solchen Karte. Denn diese Karte blockiert dieses Near Field Control. Das heißt, deine Scheckkarte oder deine Kreditkarte, wenn du das dabei im Geldbeutel hast, die wird blockiert. Wenn du sie rausnimmst, ist sie wieder frei und du kannst genau so bezahlen wie bisher auch, aber Diebe werden blockiert. Und jetzt habe ich immer gedacht, oh, das muss aber technisch unglaublich aufwendig sein. Und ich habe mir das selber mal angeschaut und ich persönlich bin erschrocken, wie einfach das geht. Ich habe hier jetzt mal meinen Geldbeutel dabei. Und es gibt ganz normal, ich sage jetzt aber nicht den Namen, eine App, die man herunterladen kann, sogar kostenfrei. Und wenn ich die jetzt mal aufmache, was ich hier mache, und gehe jetzt auf meinen Geldbeutel, da ist meine EC-Karte drin, so, jetzt ist es schon passiert. Und ich zeige Ihnen jetzt nur mal das Blanko. Die Karte wurde in diesem Bruchteil von Sekunde ausgelesen. Das ist doch ein Scherz. Hier unten sind jetzt meine persönlichen Daten, die halte ich jetzt mal zu. Aber du siehst, wie schnell das gehen kann. Ja? Jetzt können wir das wieder löschen, weil ich möchte da jetzt natürlich nichts zeigen. Also löschen wir das, machen die App nochmal auf. Und dann müsste jetzt eigentlich Blanko kommen, das heißt ohne. Und jetzt schauen wir mal, da sehen wir, so sieht die aus. Und jetzt mache ich einfach hier diese Karte, die zum Schutz, die mache ich vorne dran, also die wäre jetzt mit im Geldbeutel und probiere das Gleiche nochmal. Und Sie sehen, es passiert nichts. Also, jetzt ist es abgeschirmt und jetzt bei einer EC-Karte, die ist ja natürlich noch zusätzlich geschützt mit PIN und Ähnlichem, aber zum Beispiel eine Kreditkarte nicht. Bei einer Kreditkarte kommen alle Daten, die ich brauche zum Bezahlen. Ja? Und die ausgelesen kann ich shoppen gehen, bis ich erwischt werde, beziehungsweise bis das Konto gesperrt wird. Und wenn man jetzt gerade in Urlaub wegfliegt, dann bekommt man vielleicht die Kreditkartenabrechnung 2-3 Wochen später und dann denkt man, oh, wer hat denn da alles auf meine Kreditkarte gekauft? Und erst dann kann man reagieren. Das sind die modernen Taschendiebe. Also zum Beispiel mit so einer Karte kann ich es ganz einfach abblocken. Mit 4,70 Euro, Sie haben gesehen, das war wirklich ein Bruchteil von Sekunden, die hier einfach gebraucht wurden, um die Daten auszulesen. Deshalb legen Sie sich hier einen RFID oder auch NFC-Blocker in ihr Portemonnaie, in Ihre Geldbörse. NX 3138 und die 569, die Bestellnummer 4,70 Euro, Ralf. Da sollte man jetzt natürlich dann auch gerade die Familie mit ausstatten, oder? Ja, und du musst dir überlegen, was du mit diesen 4,70 Euro oder mit allen anderen Produkten dir an Ärger ersparst. Ja. Weil es ist nicht so, dass sie das merken würden. Bei dem Taschendiebstahl, wenn der Geldbeutel aus der Hose geklaut wurde, merkt man es vielleicht nicht gleich, aber in Bälde. Und dann kannst du reagieren. Dann gehst du ans Telefon, sperrst alle Karten, es ist erledigt, Bargeld ist halt weg. Aber heutzutage, man spürt es nicht, weil man hat ja alles noch im Geldbeutel. Ich habe meine Karte auch noch im Geldbeutel, kann die benutzen wie eh und je, aber wird vielleicht missbraucht. Das gleiche auch mit Identitätsdiebstahl, weil die neuen Personalausweise sind alle auch mit diesem Chip ausgestattet. Elektronische Datenerfassung, dass man das auch benutzen kann für Internetshopping, sehr, sehr vorteilhaft, aber für Gangster eben auch. Unser zweites Produkt verhindert das auch. Das ist ein Etui aus Aluminium und dementsprechend auch geblockt gegen diese Abschirmung, ja, oder gegen dieses Auslesen von Daten. Das heißt, ich mache jetzt meine Kreditkarten hier rein. Ich kann 5 Kreditkarten unabhängig reinmachen oder EC-Karte oder Personalausweis, klippe es zu und habe dann natürlich hier jetzt
überhaupt keine Probleme mehr. Ich brauche mir gar keine Gedanken mehr drüber zu machen, dass da etwas passieren könnte. Auch hier sind wir unter 5 Euro. 4,70 Euro für das edle Kartenetui aus Aluminium. Die Bestellnummer hier lautet NX9446 und die 569. Und hier haben wir ja auch Platz für mehrere Karten. Rein. 5 Stück. Du siehst 5 Fächer. Du könntest auch in einfach 2 reinmachen, aber die sollen ja getrennt sein, dass sie nicht sich gegenseitig kaputt reiben. Also 5 Karten, aber ich glaube, viel mehr Kreditkarten hat man nicht. Also sage ich jetzt mal 2 Kreditkarte, die EC-Karte, den Führerschein, den Personalausweis, sind ja mittlerweile alle in dieser Kartengröße hier rein. Und dann ist der elektronische Diebstahl absolut ausgeschlossen, weil da würden sie sich die Zähne abbeißen, beziehungsweise natürlich das Handy würde überhaupt nichts mehr machen. So, machen wir es wieder hochkant. Und Sie sehen hier, sobald ich diese App aufmache, ich möchte jetzt auch den Namen von der App einfach mal zumachen, damit es jetzt keiner nachahmt, aber diese App, Sie sehen, sofort, wenn ich sie aufmache, da ist das Symbol. Ich suche jetzt etwas, um es auszulesen. Und sobald ich jetzt nur in die Nähe meines Geldbeutels oder bei Ihnen an die Handtasche oder am Gesäß vorbeikomme, also da, wo der Geldbeutel ist, liest es sofort die Daten aus. Ich merke nichts davon. Und je größer die Menschenmenge, desto enger ist man ja aufeinander. Du hast überhaupt keine Chance, das zu bemerken. Vor allem alle sind mit ihren Smartphones unterwegs und vielleicht geht es Ihnen da ähnlich wie mir. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kontrolliere jetzt auch nicht akribisch meine Bankauszüge und schaue ganz genau nach, was ich wo ausgegeben habe und Haushaltsführung, sondern dann denkt man eher, huch, der Urlaub war aber teuer. Ja gut, da hat man aber viel Geld ausgelesen. Und so können natürlich auch Wochen und Monate vergehen, ehe man das mitbekommt, weil man da gar nicht so drauf achtet, oder? Ja, und dann, du würdest zwar im Zweifelsfalle das Geld zurückbekommen, das ist versichert, aber dieser Ärger, den du hast, und du musst ja dann deine Karten sperren lassen, weil der hat ja die Zugangsdaten und mit denen, du brauchst ja, weil gerade bei der Kreditkarte, brauchst du ja nicht mal die Karte, sondern die Zahlen drauf mit der kleinen Nummer und mit dem Gültigkeitsdatum, die reichen aus, um einzukaufen. Und zwar richtig. Kräftig. Ja, also da bewahren Sie sich vor jeglichem Schaden. Aber nochmal, auch Personaliendiebstahl, also Identitätsdiebstahl, darf nicht unterschätzt werden. Ich glaube, Sie haben mit Sicherheit auch schon Fernsehberichte gesehen. Hoppla, da kam jemand in Teufelsküche, weil jemand Fremder seine Identität verwendet hat für, ich sage mal, ein Bankkonto eröffnen oder ähnliches und später ein Riesenärger. Ja. Jetzt haben wir hier das dritte, das ist noch wesentlich stilvoller. Wir sehen hier Carbon. Ja? Und das ist genau dieselbe Technologie. Wir können hier sogar bis zu 12, weil wir sehen hier ein kleines Gummiband, bis zu 12 EC-Karten einschieben oder Kreditkarten, bekommen die auch hier ganz einfach wieder raus. Schau, so immer schön griffbereit, dass wenn ich eine brauche, dass ich die benutze. Hier noch Zusatz, dieser kleine Clip, das ist ein sogenannter Geldclip oder auch Geldfach. Da kannst du jetzt mal auch einen Geldschein mit reinklippen. Also deine Karten und dein Geldschein hast du in einem. Das sieht schick aus, ist sehr, sehr elegant, finde ich, mit dieser Carbon-Optik. Und wie gesagt, bis zu 12 Karten kannst du hier vor elektronischem Zugriff schützen. Da sehen Sie es nochmal sehr, sehr schön hier auch das RFID-Kartenetui, das Sie haben unter der Bestellnummer NX5769 und der 569. Passen hier mehrere Karten ganz einfach rein. Zack, schauen Sie sich das an. Die werden hier reingesteckt. Und schon ist alles geschützt. Auch mit dem Auswurf haben Sie hier natürlich eine tolle Möglichkeit, hier die Karten dann nochmal quasi rauszugeben. Sie sehen unten diesen kleinen, wunderschönen, ja, diesen kleinen, tollen Druckknopf, den Sie da haben, um dann natürlich, hier sehen Sie es, zack, einfach mal die Karten ausgeben. 9,45 Euro Ihr Spitzenpreis. Bestellnummer lautet NX5769 und die 569. Tolles Produkt und wie gesagt, gerade natürlich jetzt auch, wenn man eine Auslandsreise geplant hat und vielleicht dann noch mehrere Tage oder Wochen gar nicht checkt, wie denn die Bankauszüge sind, kann sowas natürlich schneller gehen, als einem das lieb ist. Und wir möchten Ihnen den Ärger ersparen, deshalb greifen Sie hier wirklich bitte zu, gehen Sie in die Leitung und rufen Sie an. Sichern Sie sich hier Ihr Kartenetui. Das passt übrigens auch toll in die Hemdtasche. Ja, also Sie sehen, es ist gar nicht so schwer. Man kann mehrere Karten schützen und das auf kleinstem Raum. Da haben Sie gerade gesehen, da steckt man auch zusätzlich einen Geldbeutel oder irgendwo, wo man es reinhaben will. Da ist es nochmal, dieses Kartenetui. Schieben Sie die Karten rein. Die sind auch bequem wieder rauszuholen. Können übrigens nicht von alleine rausfallen. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja immer Angst,
da könnte irgendwas rausfallen. Also da sehen Sie unten diese Mechanik, da wird es automatisch hochgefächert und dementsprechend dann natürlich geschützt. Und Sie haben Zugriff auf die Karte, ob das die vorderste oder die hinterste ist, die Sie brauchen. Aber die elektronischen Diebe, die werden abgehalten. So, jetzt war ich ein bisschen voreilig. Sie haben gesehen, das war ein anderes Etui. Wir haben jetzt eben das Gleiche oder Ähnliches nochmal in dieser Carbon-Optik. Also, nee, nicht Carbon-Optik, das ist Carbon. Also das ist jetzt ganz, ganz neu und deshalb ist das mein Fehler gerade gewesen. Ich war noch ein bisschen voreilig, aber ich bin auch begeistert von dieser Optik. Und jetzt eben das, was ich gerade eben schon erwähnt habe, jetzt aber wirklich zusätzlich mit diesem Geldclip. Also ein geringes Maß Geld sollte man natürlich auch dabei haben. Da macht man einfach die Scheine, faltet man entsprechend und klemmt sie drunter. Die sind auch absolut fest. Und diese Scheckkarten, diese NVC-Karten, also nochmal, das haben Sie mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen. NVC, das heißt Near Field Control. NFC, Entschuldigung. Near Field Control, das heißt, dass man Karten eben kontaktlos auslesen kann. Das ist sehr bequem beim Bezahlen. Ich muss sie nirgends mehr reinstecken, sondern ich gehe mit meiner Karte über das Lesegerät so drüber. Aber genau das machen jetzt auch die Gangster. Die gehen über ihre Karte, wie gesagt, mit dem Smartphone einfach kurz an ihnen vorbei. Das geht in diesem Tempo. Und dann haben sie die Daten ausgelesen. Und mit diesen Objekten hier schützen sie sich vor diesem elektronischen Diebstahl. Da sehen wir das auch mal hier. Ja, schön ein bisschen Taschengeld rein und dann die Bankkarten, die auch Personalausweis. Ich weiß nicht, ich wurde noch gefragt, ob ich diese elektronische Auslesbarkeit bei meinem Personalausweis möchte oder nicht. Aber ich glaube, mittlerweile wird sie automatisch gemacht. Das heißt, jeder neue Personalausweis und Führerschein ist elektronisch auslesbar. Und da nochmal, auch das nicht unterschätzen. Identitätsdiebstahl. Die Gangster, die wissen so viel damit anzufangen, was wir Otto-Normalverbraucher, da kommen wir gar nicht auf solche Ideen. Aber ich möchte den Gangstern gar nicht die Möglichkeit geben, mit meiner Identität oder mit meinen Karteninformationen Schindluder zu treiben. Und deshalb gebe ich ein paar Euro aus und weiß dann hundertprozentig sicher, ich bin geschützt davor. Deshalb hier gleich zugreifen und bestellen, gerade natürlich die Carbon-Optik auch super schön und vor allem die kompakten Maße, die Sie hier natürlich auch haben. Sowas kann man dann auch hervorragend mal mitnehmen, zum Beispiel, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, kann ganz einfach in der Hosen- oder Hemdtasche verschwinden, nimmt natürlich so gut wie keinen Platz weg und hat Ihre wichtigsten Karten und vor allem auch etwas Bargeld, das Sie mitnehmen möchten, dann immer gleich mit dabei, griffbereit, aber vor allem auch geschützt für 12,30 Euro mit der Bestellnummer NX3953 und der 569. Die UVP sagt hier knapp 30 Euro, das ist jetzt auch so der Preis, den ich eigentlich von solchen tollen Carbon-Etuis gewohnt bin. Ja, also da sollte man mit rechnen eigentlich auf dem normalen Markt, aber dass es notwendig ist, ich glaube, das wird Ihnen auch jede Polizeidienststelle bestätigen, da häufen sich diese Fälle. Diese Schilder, die sind einfach noch veraltet. Irgendwann werden auch die Schilder an den Bahnhöfen und an Flughäfen und auch die Durchsagen absolut aktualisiert. Achten Sie auch auf elektronische Taschendiebe. Als ich im Urlaub war, bin ich zurückgefahren mit dem Intercity von Frankfurt dann nach Göttingen und in Frankfurt hatte ich ein bisschen Wartezeit und dann kamen alle 5 Minuten wirklich die Warndurchsage. Eine Bande von Taschendieben ist unterwegs. Achten Sie auf Ihr Gepäck und Ihre Daten. Aber wenn das elektronische Taschendiebe sind, ja, eben mit dieser kostenlosen App einfach auf jedem Handy drauf, dann hast du nicht mal eine Chance, wenn du so hinstehst und dein Geldbeutel festhältst, weil die brauchen nur in deiner Nähe vorbeizugehen, berührungslos und haben deine Daten geklaut. Tja, die neueste Technik, die ist natürlich super nützlich für uns alle, aber vor allem birgt halt auch Gefahren. Wir haben übrigens auch eine tolle Geldbörse für Sie hier von Carlo Milano. Ja, wer jetzt keine zusätzlichen Objekte will, wie eine Karte oder ein Etui oder so ein Carbon-Etui, der nimmt einfach diesen Geldbeutel. Der ist aus Kunstleder und Nylon, sieht richtig schön aus, ganz normal wie jeder andere Geldbeutel, Scheinfach, Kleingeldfach und dann hier die Möglichkeit, Karten einzustecken. Der große Unterschied ist, hier ist schon automatisch dieser Blocker, dieser RFID-Blocker oder auch Near-Field-Control-Blocker mit eingebaut. Das heißt, diesen Geldbeutel haben die Diebe schon mal überhaupt keine Chance. Ist natürlich jetzt, ich würde sagen, ein Herrengeldbeutel, weil die Damen haben ja oft andere Sachen in den Handtaschen. Also den Damen würde ich natürlich ein Etui oder so eine Blockierkarte empfehlen. Aber das hier ist genau der richtige.
richtige Geldbeutel für Herren. Er ist auch dünn, das ist bei uns Herren auch immer sehr, sehr wichtig, weil die meisten haben ja immer noch den Geldbeutel, also ich ja auch, in der Gesäßtasche. Und da darf er nicht so dick sein, ja, weil sonst hast du Probleme beim Sitzen. Den spürst du nicht, der ist klein, der passt auch richtig in die Tasche, ohne dass er raussteht. Da wurde also wirklich an alles gedacht. Und jetzt nochmal, diese Karten hier drin, die können nicht ausgelesen werden von elektronischen Taschendieben. Da bist du zu 100% dann auf der sicheren Seite. Und ich finde schon allein dieses Sicherheitsgefühl, das man da hat, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir vorhin von Flughäfen oder von Bahnhöfen, also von Urlaub gesprochen. Aber Sie müssen nicht in den Urlaub gehen, um da Opfer zu werden. Das kann an U-Bahn-Haltestellen sein, das kann bei Konzerten sein, bei Sportveranstaltungen, in Fußgängerzonen, die voll sind. Ja, weil überall, wo Menschenmengen sind, wird es enger. Und dann läuft ein solcher Gangster, dem er das ja auch nicht ansieht, an ihnen vorbei. Und auch die Handys sind ja heutzutage nicht mehr sichtbar. Der hält das so, läuft an ihnen vorbei, so ganz locker und hat ihre Daten auf dieser App ausgelesen. Also ich bin wirklich erschrocken, wie einfach das geht und ich werde mich zu 100% dagegen schützen. Übrigens aus Leder und Nylon hier jetzt im Materialmix, also auch sehr, sehr schön exklusiv und vor allem hochwertig. Premiumware hier für Sie für 16,10 Euro. Also das ist ja wohl ein Witz. So ein Portemonnaie müsste normalerweise mindestens 50 bis 60 Euro kosten. 16,10 Euro, Bestellnummer NX7909 und die 569. Ist natürlich auch ein super schönes Geschenk, wenn Sie jemanden in der Familie haben, der viel reist zum Beispiel, wo Sie einfach sagen, Mensch, dem möchte ich ein bisschen Sicherheit schenken. Da kann man das natürlich auch hervorragend verschenken. Ja. Jetzt haben wir aber noch eine größere Variante zu guter Letzt für Sie. Ja, hier sagt man heutzutage Organizer dazu. Früher kannten wir das unter Brieftasche. Viele nutzen eben solche Brieftaschen und wer sowas nutzt, der kommt, liegt hier genau richtig. Platz für alle Karten. Wir haben hier ein Geldscheinfach-Organizer, also wirklich einen Kalender kannst du reinmachen. Du kannst Tickets mit reinmachen, also genügend Platz. Und hier eben für die EC-Karten, so dass du wirklich eine schöne Brieftasche hast, die auch noch hervorragend aussieht. Die ist stilvoll, aber eben jetzt die moderne Brieftasche oder Organizer mit dem RFID- bzw. NFC-Schutz. Denn hier, diese Karten sind elektronisch nicht auslesbar, welche hier drin sind, weil in der Brieftasche drin, dieser Blocker, dieser RFID-Blocker mit eingebaut ist und dementsprechend, wenn man eine Brieftasche benutzt, ist das hier genau das Richtige. Und Brieftaschen haben ja den Vorteil, dass du auch größere Sachen unterbringst ohne Probleme. Das ist sowas, was man gerne im Sakko oder im Mantel in der Innentasche trägt, aber auch da ist es kein Problem. Du musst dir jetzt mal vorstellen, du hättest das jetzt irgendwo und ich bin so ein Gangster, ich muss ja nur so machen, als würde ich ein Foto und dann drehe ich mich um. Ja? Und im Umdrehen komme ich nah genug an dir vorbei und dann habe ich die Karten auch aus einer Brieftasche ausgelesen. Und auch dieser Missbrauch ist hier absolut ausgeschlossen. Und glauben Sie mir, wenn Sie hier jetzt in dem Fall sagen, ich passe auf, mir passiert das nicht, Sie haben keine Chance. Du hast schon bei normalen Taschendieben keine Chance, weil die sind so gut, die klauen dir das, das merkst du überhaupt nicht. Selbst Polizisten, die darauf geschult sind, wurden da schon ausgeraubt, in Anführungsstrichen, also beklaut über Taschendiebe. Aber dieses Elektronische, da hat man nicht mal, wenn man alles festkettet, was man am Körper hat, einen Schutz vor diesem Diebstahl. Und deshalb muss man sich mit solchen Cases, also mit solchen Blockern schützen. Sie müssen jetzt nur entscheiden, was das Richtige für Sie ist. Brieftasche, Geldbeutel oder einfach eine Karte, die man zusätzlich in das Geldbeutelfach steckt und da sich damit schützt oder auch eines unserer Etuis. Also ich finde gerade hier dieses Etui sehr, sehr schön. Wenn Sie vielleicht auch reisen und zum Beispiel generell dann zum Beispiel den Reisepass nehmen, die Kreditkarte, dann haben Sie vielleicht ein Visum zum Beispiel, weil Sie nach Amerika reisen, das ESTA, dann kann man das hier natürlich auch super schön aufbewahren. Dann haben Sie wie so eine kleine Reisetasche, die Sie mitnehmen. Diesen Organizer, wo dann von Ihnen, von der Partnerin oder des Partners, dann natürlich auch alle Wertsachen hier mit drin sind, wo Sie das Bargeld gleich ordnen. Und dann haben Sie hier alles formschön für 7,55 Euro auch sicher verstaut. NX9444 und die 569, die Bestellnummer, ich werde auf jeden Fall hier nach dieser Sendung zugreifen, denn es ist ja wirklich so. Also heutzutage, es geht ja schneller, als man denkt. Ralf hat es vorhin gezeigt, binnen Sekunden hat er an seinem Portemonnaie hier die Daten ausgelesen und da bekommt man ja auch wirklich Angst, Ralf. Ja, also ich bin wirklich erschrocken. Ich muss es nochmal sagen. Ich habe gedacht, okay, da braucht man Zeit, da braucht man Übung, da muss man Profi sein. Und ich habe diese App runtergeladen und habe 10 Sekunden später meine Karten ausgelesen und habe gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Ich meine, ich kann meine Karten auslesen. Ich meine, interessant, was da alles rauskommt. Aber wenn das jemand anders macht und das missbraucht. Und da muss ich sagen,
ich war schockiert und ich habe entschieden, sofort nach dem ersten Mal, als ich diese App ausprobiert habe, ich werde mir so einen RFID-Blocker holen. Und zwar werde ich meinen Geldbeutel ändern. Aber wie Sie sich schützen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber schützen Sie sich. Ganz genau, denn es können die Innenstädte sein, es können die Bahnhöfe, die Flughäfen sein und natürlich auch das Ausland. Deshalb ist es wichtig, dass Sie geschützt sind. Binnen Sekunden können Ihre Daten ausgelesen werden, wenn Sie nicht hier in dieser Sendung zugreifen. Deshalb gleich bestellen, sich damit rüsten, vielleicht auch für die Familie mit. Sie haben gesehen, tolle Preise und so kann man auch sicher und beruhigt in den Urlaub fliegen.